indem wir uns entsprechend ernähren und so weiter, wer das nicht tut, zahlt den Preis und eine schmerzhafte Reinkarnation. Und da können wir nicht, mein Lieben, nur mal einmal das Buch des Lichts lesen. Oder uns das einmal hier anhören und sagen, wunderbar, jetzt bin ich bereit. Nein. Ich sage euch, dass wir hier mit dem Weg zu Gott uns das Leiden ersparen. Und ich will verhindern, dass die Persona im Zuhörer zu dicht wird, zu hart wird, zu unterschiedlich ist von der monadischen Schwingung. Dann kommt erstens Gnadentod. Gnadentod ist die Meister, was ja auch ganz gut ist. Aber muss doch nicht sein. Ja? Da haben die Meister, die Adepten, haben dann Möglichkeiten einzuschreiten. Wir müssen unermüdlich uns mit dem Buch des Lichts befassen. Wir können es nicht einmal lesen und weghören. Wir müssen es zu unserem Ende. Ich höre mir meine eigenen Vorträge an, das darf ich euch sagen. Ja? Immer wieder. Ich höre mir auch Georg Grimm an und ich höre mir auch, was der Nila Kanter dort hat. Das mache ich mir so eine CD oder ich sitze manchmal da und höre zu Hause, höre ich mir das an, den Vortrag. Aber ich will da jetzt auch eine CD machen davon. Muss ich mal sehen, wie das geht. Und das dann als CD haben. Oder auf meinem Stick als MP3. So. Entschuldigt, wenn ich etwas heiser wirke, aber ich habe jetzt ein bisschen viel gesungen und ja. Also, tägliches Studium ist ja ganz klar. Unsere Persona hier ist doch nur ein Stückchen von der monadischen Reflexion. Da soll man doch nicht so viel sich damit abgeben, nicht wahr? Sondern nur sehen, was kann ich mit dieser Persona machen, indem ich durch Loslösung mich immer mehr der monadischen Grundschwingung angleiche und so im nächsten Leben es leichter habe. Wenn ich das nicht mache, werde ich geboren in Gegenden, wo ich Opfer werde. Seht euch nur um. Ja? Also deshalb ist die physische Entwicklung sehr wohl eine ganz wichtige, weil nur so durch den Körper können wir Gott gleich werden. Und dann wissen wir, dann können wir Körper ablegen, annehmen, ablegen, annehmen, kein Problem. Die Struktur wird sich dann immer unserer erwachten Gottheit, Göttlichkeit anschließen. Und natürlich werden wir dann immer edler. Unser Charakter. Gibt es einen schönen Satz? Der normale Mensch hat noch keinen Charakter, der Heilige hat keinen mehr. Ja, das ist jetzt natürlich wieder, wenn ich von Charakter spreche, einem Buddha, der hat überhaupt keinen Charakter. Der hat natürlich den Höchsten gehabt, aber er legt ja alles ab. Er ist willensfrei. Willensfreiheit ist Heiligkeit. Willenlosigkeit, nochmal anders sagen. Entschuldigt meine plumpe Art, das auszudrücken. Willenslosigkeit. Totale Willenslosigkeit ist wahre Heiligkeit. Wer hat mich verstanden, mein Lieben? Weil wenn ihr gar nichts mehr wollt von der physischen Welt, überhaupt in der Meditation gar nichts mehr, dann habt ihr euch der monadischen Struktur angeglichen. Nicht wahr? Das ist das Mysterium. Wie ist es denn, wenn das so ist? Ja, dann muss man an sich an die Arbeit machen, meine Lieben. Also wenn wir dann Ego, die Welt der Egos, oder wie wir sagen jetzt mal der Monade in dem Sinne, da sehen wir oben, das sind wunderbare, strahlende Situationen, Energiezentren, ja. Und hier auf Erden ist das dann halt die begrenzte Persönlichkeit, die sich dann, sagen wir mal, am Leben erhalten muss und die physische Dinge will, während das Ego an sich gar nichts will. Es ist auch versorgt mit Energie, während des Mahamahamanvantaras. Ja?
Wir sind ja zum Beispiel, wenn wir schlafen, sind wir ja auch nicht in unserem physischen Körper. Wir sind im Astralkörper. Ja? Unsere Träume zeigen unseren Reifezustand, meine Lieben. Die zeigen das. Ja? Mental und astral. Und wisst ihr, im Astralkörper seid ihr viel mobiler. Da könnt ihr überall hin, wo ihr wollt. Das ganze Universum. Im physischen? Ja, auch, wenn ich in eine Rakete steige. Aber ihr seht also, dass die physische Struktur die immobilste ist, die es überhaupt gibt. Und Adepten und so weiter, die bewegen sich in Minuten um den Erdball. In Minuten, meine Lieben. Können alle sehen, was da unten ist. Ja? Und natürlich, ein Adept, dem können wir nichts vormachen. Der braucht gar nicht bei uns zu sein, der sieht unsere Gefühle sofort. Und der hat deshalb auch Macht über alle seine Scharen und Devas und so weiter. Ja? Dann gibt es ja so dieses schöne vierte Dimensionsexperiment. Man kann also dann, sagen wir mal, einen Gegenstand von allen Seiten gleichzeitig sehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, aber so ist es. Ja? Und wenn wir durch Reinheit des Lebens, unseren Mentalkörper auch benutzen, dann können wir im Mentalkörper überall hin, ja, dann sehen wir die Engel und so weiter. Wenn wir dann einen Menschen sehen, sehen wir alles von ihm, meine Lieben. Wir sehen, was er denkt, was er fühlt. Wer will das schon? Tja. Je reiner man selbst wird, umso mehr sieht man alles in anderen. Ja? Und alle Eigenschaften, meine Lieben, gute und schlechte Eigenschaften, ja, gute und schlechte Eigenschaften, die, da fragt man sich, warum, wie können die überleben, die sind in permanenten Atomen, immer wieder, in den, also mehr über die Körper zuständig sind. Durch die, um die permanenten Atome herum bilden sich die neuen Körper. So muss es auch sein. Und wenn wir natürlich, ja, ein Buddha kann Nirvana erlangen, warum? Es gibt keine permanenten Atome mehr auf diesen Ebenen. Um es jetzt mal, sagen wir mal, mechanisch auszudrücken. Sonst könnte der Buddha gar nicht Nirvana erlangen. Aber da er alles Verlangen überwunden hat, hat er keine permanenten Atome hinterlassen, keine Skandhas. Darum sagt er, ich gehe fort, lasst euch allein. Ich kehre zu mir selber ein. Er hat nicht zerstört. Der geht nur zurück. Natürlich ist er erloschen für die Welt der Erscheinungen, ist ja klar. Aber doch nur für die Welt der Erscheinungen. Wie ist es dann, dieser andere Zustand jenseits der Welt der Erscheinungen? Das ist das große Mysterium, das muss man selbst erleben. Durch Lehre und Meditation. Ja? Und es geht also um die Verbesserung sozusagen dieser permanenten Atome. Weil die enthalten ja die ganzen Erfahrungen. Also sollte man eigentlich immer davon ausgehen und versuchen, dass man so gut wie möglich, vollkommen wie möglich, permanente Atome hinterlässt. Welche wiederum nur Essenzen des Anhaftens sind. Man kann ja auch gut anhaften. Wenn jemand nur Gutes tut, dann haftet er gut, dann hat er gute permanente Atome und hat ein gutes Karma. Wenn denn das andere Schlechte ausgelebt ist, das Negative. Ja? Wir haben in uns Tendenzen, wo der Astralkörper buchstäblich nach diesen Schwingungen dürstet. Ja? Und wir geben ihm dann nach. Haben wir ihm dann nachgegeben, sagen wir, oh je, hätte ich das vielleicht gar nicht tun sollen? Der Hüter der Schwelle ist für eine Weile gesättigt und meldet sich irgendwann wieder. Nochmal mehr. Wenn wir aber die Zusammenhänge kennen, meine Lieben, da gibt es kein
keine andere Aufgabe und keinen anderen Kampf als den gegen die eigenen Schwächen. Da brauchen wir uns das andere gar nicht zu kümmern. So sieht's aus. Ja? Aber unser Ego ist auch nicht das wahre Selbst. Das muss man wirklich wissen, das ist eine Verbindung zwischen Körper und Monade oder so. Also auch diese Struktur ist vergänglich. Gibt es jetzt was Ewiges? Ja, dann müssen wir erstmal wissen, was bedeutet ewig. Denn viel zu schnell sagen die Menschen Seele, Geist. Was meint ihr damit? Was meint jemand mit Geist, mit Seele? Das möchte ich gerne mal wissen. Da wird er nämlich schon ins Schleudern kommen, wenn er definiert oder definieren soll. Wenn er wüsste, dass er mit Seele und Geist nichts anderes weiß als eine super feinstoffliche Mula Prakriti Struktur, materielle, aber super feinstofflich, die auch der Veränderung unterliegt und deshalb aber nicht das wahre Ziel eines wirklichen Helden, eines kosmischen Helden sein kann, dann wird er wissen, da ist mehr. Das bin ich noch nicht. Also, ewig bedeutet kein Anfang und kein Ende. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Man kann gar nicht oft genug diese Definition sich anhören und sich damit befassen, meine Lieben. Ewig bedeutet nicht erschaffen. Was die Religionen von ihrem Gott behaupten, behaupten wir von allem. Alles ist unerschaffen. Zeitlos ewig. Interagiert periodisch. Und verändert da die Form. Diese Veränderung erleben wir als Zeit. In dem Maße, in dem wir uns an die Form klammern, erleben wir es als Zeit. Aber per se bedeutet ewig anfangs und endlos. Denn was einen Anfang hat, muss ein Ende haben. Und was geboren wird, muss sterben. Es gibt überhaupt kein Leben, meine Lieben. Es gibt nur ein Sterben. Es gibt einen Sterbevorgang. Das, was entsteht, was geboren wird, ist bereits der Beginn des Sterbevorganges. Diese Wesenheit kommt, um zu sterben im physischen Körper. Da muss man sich mal vor Augen halten. Und zwar nicht jetzt deprimiert oder so, sondern einfach mal der Realität entsprechend, erkennend, schauend. Ja? Diese Monade natürlich ist ja beim Wiedererwachen des Universums auch getrennt vom Urgrund. Das muss man mal sehen, meine Lieben. Gewissermaßen. Wenn auch die erste Emanation eine Reflexion der im Urgrund ruhenden Urmonade ist, ja, kann man sagen, dass eben diese erste Reflexion ja bereits weg ist vom Urgrund, sozusagen. So, und nun in die Materie eingekerkert, ständig in der Materie ringt. Aber weil wir sagen, auch Materie ist göttlich, die zeitlos ewig, Mula Prakriti, nur durch ihre Veränderung der Formen, und wir klammern uns dann an die Form, die gerade ist, und die verändert sich einfach, erleben wir das als Tod. In dem Maße, in dem wir uns identifizieren mit dieser Form, gibt es keine Geburt, es gibt nur ein Sterben. Was entsteht, muss vergehen. So, und wenn wir jetzt meditativ und uns mit der Lehre befassen und meditieren, können wir dieses Unerschaffene ganz klar werden. Wir können getrennt von Mula Prakriti diese Urgrundsituation erkennen. Wir erkennen dann auch den Schleier Mula Prakriti, nur wir stürzen uns nicht mehr rein. Wir sind jenseits der Welt der Erscheinungen dann. Ja? Alles kommt von Gott und geht zu Gott. Und mit dem Betrieb, mit dem Bezeichnung Gott müssen wir eben vorsichtig sein. Wir können auch sagen, alles geht, kommt von X und geht zu X. Wir können auch sagen, alles kommt von und geht zu, das wäre eigentlich das Ideale. Wisst ihr, was ich meine? Alles kommt von und geht zu. Aus. Genügt doch. Ich denke, wir sollen uns von Gott kein Bild machen oder vom Höchsten. Oder wie auch immer.